Sehr geehrter Herr Vizekanzler, Herr Außenminister, Herr Botschafter, sehr geehrte Frau Magistra Linhardt, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier in der Hofburg. Ich begrüße auch alle Zuseher und Zuseherinnen, die vielleicht am Fernsehschirm uns verfolgen und mit Interesse zusehen. Heute werde ich Bundeskanzler Kurz und Außenminister Schallenberg ihre Ämter entheben und gleichzeitig Herrn Alexander Schallenberg als neuen Bundeskanzler und Herrn Michael Linhardt als neuen Bundesaußenminister angeloben. Sehr geehrter Herr Schallenberg, Sie bringen, glaube ich, für das Amt, das Sie antreten, die besten Voraussetzungen mit. Als Spitzendiplomat und Außenminister wissen Sie genau, wie man die gegensätzlichsten Positionen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Das sind Sie sozusagen gewohnt. Und Sie wissen aus Ihrer Erfahrung, wie man in so einer Situation zu einer guten Lösung kommt, die für alle einen Nutzen bringt. Ich bin überzeugt, dass Ihnen diese Fähigkeit noch großen Nutzen bringen wird für Ihre Arbeit als neuer Bundeskanzler der Republik Österreich. Denn wir erwarten doch alle, dass die Regierung jetzt gemeinsam wieder an die Arbeit geht und gemeinsam etwas weiterbringt. Außerdem, Herr Schallenberg, Sie sind überzeugter Europäer, mit langer Berufserfahrung in Brüssel auch, an Ort und Stelle. Auch das ist eine gute Voraussetzung für einen österreichischen Bundeskanzler, denn im europäischen Zusammenspiel gilt es, verbindend und vermittelnd zu wirken, das Gemeinsame zu suchen, zum Nutzen aller Beteiligten. Weil Sie, Herr Schallenberg, ja bisher Außenminister waren und nun zum Kanzler ernannt werden, bekommen wir auch einen neuen Außenminister. Für Sie, Herr Linhardt, war es vielleicht ein bisschen überraschend, diese Situation, dass Sie heute hier stehen, gestern noch in Paris, heute hier bald vor Maria Theresia in der Hofburg. Aber wenn ich mir Ihre Berufslaufbahn ansehe, dann bin ich eigentlich gar nicht so überrascht, denn als hochrangiger Diplomat, als langjähriger Generalsekretär im Außenministerium, unter anderem Geschäftsführer der Austrian Development Agency und vielen anderen Tätigkeiten, die Sie im Außenamt wahrgenommen haben, kennen Sie ja das internationale Parkett hervorragend. Sie sind gewohnt, Österreich im Ausland zu vertreten und Hinkunft werden Sie Österreich eben als Bundesminister für Äußeres in der ganzen Welt repräsentieren. Und das ist gerade in diesen Zeiten eine wichtige, verantwortungsvolle, aber ich glaube auch chancenreiche Aufgabe. Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, die neu formierte Bundesregierung trägt nun eine große Verantwortung, nicht nur dafür, dass die Projekte dieser Regierung erfolgreich weitergeführt werden, sondern auch die Verantwortung dafür, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederhergestellt wird. Ich habe gestern schon gesagt, dass Worte allein dafür nicht genügend werden, sondern dass es harter Arbeit bedürfen wird, harter, ernsthafte, konstruktive, konzentrierte Arbeit mit echten Resultaten, die dieses Vertrauen wiederherstellen können. Ich meinerseits vertraue darauf, dass es den Koalitionspartnern gelingt, eine tragfähige Basis für eine stabile Regierungszusammenarbeit zu schaffen. Es wird auch darum gehen, das gegenseitige Vertrauen in der Koalition zu pflegen und zu verbessern. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, dulden keinen Aufschub. Ich wiederhole kurz das Wesentliche. Die Pandemie ist nicht vorbei. Der Wirtschaftsstandort braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Der Arbeitsmarkt muss auf die Beine kommen. Im Bildungs- und Wissenschaftsbereich stehen verschiedene Fragen an. Und der Sozialbereich in Österreich braucht volle Aufmerksamkeit. Die Position Österreichs in Europa und der Welt muss weiter gestärkt werden. Und nicht zuletzt stehen wir vor der größten, wohl größten Herausforderung unserer Zeit, der Rettung des Klimas. Und natürlich, bevor ich darauf vergesse, natürlich brauchen wir ein Bundesbudget.
Alle diese Themen brauchen die volle Aufmerksamkeit und den vollen Fokus unserer Bundesregierung. Meine Damen und Herren, ich komme nun zum verfassungsrechtlichen Teil. Gestatten Sie mir, dass ich der Einfachheit halber die akademischen Titel weglasse. Ich enthebe Ihrem Wunsch folgend Herrn Sebastian Kurz als Bundeskanzler und Herrn Alexander Schallenberg als Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten gemäß Artikel 74 Absatz 1 unserer Bundesverfassung vom Amte. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist vor Antritt seines Amtes vom Bundespräsidenten anzugeloben. Ich ersuche Sie daher, folgendes Gelöbnis zu leisten und mit einem Zeichen der Zustimmung sowie durch Ihre Unterschrift zu bekräftigen. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe. Dankeschön. Ich glaube, wir begeben uns zu der Fertigung der Urkunden. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Schallenberg, ich gratuliere Ihnen herzlich zur Ernennung zum Bundeskanzler der Republik Österreich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihren Aufgaben im Dienste der Republik und der Bevölkerung und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Auf Ihren Vorschlag, Herr Bundeskanzler, ernenne ich gemäß Artikel 70 Absatz 1 der Bundesverfassung Herrn Michael Linhart zum Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten. Sehr geehrter Herr Bundesminister, herzliche Gratulation zu Ihrer Ernennung. Auch Ihnen wünsche ich bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben alles Gute, viel Erfolg, freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir kennen uns ja schon seit längerer Zeit. So wie der Bundeskanzler sind auch die übrigen Mitglieder der Bundesregierung vor Antritt ihres Amtes anzugeloben. Ich ersuche Sie daher, folgendes Gelöbnis zu leisten und mit Ihrem Zeichen der Zustimmung sowie durch Ihre Unterschrift zu bekräftigen. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe. Danke, Herr Bundesminister. Zuerst, glaube ich, nehmen wir wieder Platz.
Ja, okay. So, danke. 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 Fertig, habt ihr alles hier. Danke vielmals.